Hey, hallihallo. Nicht in der Kürze liegt die Würze, sondern in der Exklusivität liegt die Würze. Und dadurch möchte ich dir heute was Exklusives, Tolles, Freches, Mutiges, Weiß ist, Heißes zeigen. Und zwar habe ich da so ein schöner mit dem Beccia-Bogen vorbereitet. Und den bestücken wir mal mit Eukalyptus stuartiana, und dann haben wir dann auch noch Eukalyptus cinerea, je nach Menge, die wir da brauchen, können wir da mal die Basis so schön bereit machen. Dann, was wir auch noch haben, ist so schönes Jasmingrün. Das gibt der Position die hängende Würze noch rein. Klicks da oben rein, nicht dass wir das Ganze so verstecken, sondern dass man das wirklich auch gut sieht. Dann, damit wir die dicken Kalastiele auch noch schön in die Kreation reinbringen, nehmen wir da diese drei Kala Blüten, die ich da vorbereitet habe, mal am Anfang rein. So können wir den Mittelpunkt diese Kreation auch schön hinkriegen. Unten natürlich schön schauen, dass wir erstens mal keine Grünmaterialien mehr haben und zweitens auch, dass wir die Spirale schön umsetzen, so dass wir am Schluss auch den Blumenstrauß gut zusammenbinden können. So, das sind mal die drei Kala-Blüten. Jetzt habe ich da so eine wunderschöne Orchideenpflanze, die wir da reinarbeiten. Dann habe ich da ein schönes dominantes Anthuriumblatt. Zu den Anthurien kommen wir dann später noch. Dann, damit wir die Orchidee immer schön gut im Strauß drin bleibt, können wir da ein Aspidistria-Blatt nehmen. Die habe ich für solche Zwecke sehr gerne und können da mal das Blatt schön über die Kreation ziehen und haben so auch den Fixpunkt schon hingekriegt. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da noch ein Element haben, das schön in die Höhe geht mit den Kala-Blüten. Wir können das zum Beispiel auch unterstreichen, noch mit einer zusätzlichen speziellen Elementarie, und zwar mit einem Glücksbambus. Ich weiß nicht, ob du den noch von früher kennst, der war ja mal so brutal angesagt. Jetzt, ich sag mal so, hat man ihn ab und an noch, aber auch nicht immer im Blumenladen. Und darum habe ich gedacht, wenn wir es schon exklusiv machen, dann nehmen wir noch sowas rein. Dann gibt es auch schöne Ornithogallum Arabicum. Die sind super praktisch. Die sind so locker flockig in der Kreation drin, geben aber der Kreation auch nochmals einen anderen Charakterzug. Dann habe ich da so eine schöne Phalaenopsis Blütenrispe, die wir da so zart und einfach zum Jasmin dazulegen können. So schlicht und einfach, wie es nur geht, wollen wir diesen Strauß auch machen. Es ist ein kostspieliger Strauß, aber er ist auch, wie soll ich sagen, schlicht und einfach. Da haben wir noch so Halterung. Da sieht man wirklich, es war eine Pflanze, die wir da reingemacht haben. Und dass beim Blumenmann immer etwas schnell gehen muss, haben wir da das nicht einmal weggenommen. Sag mir jetzt schon mal, gefällt dir dieser Blumenstrauß? Weiß ist heiß, aber wir machen da noch drei wunderschöne Rosen rein. Avelage Rosen der Firma Meyer. Ein Rosentraum in Weiß. Und der Blumentraum in Weiß kann so einfach richtig vollendet werden. Haben wir unten bei solchen Straußarten manchmal ein wenig ein Krüsi-Müsi, das ist manchmal
etwas problematisch, weil wir so dicke Stiele haben. Schnell schauen, ob wir das wieder regeln können. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. So. Ich glaube, ich mache es so, dass ich 3 Kala, 2 Rosen. Jetzt haben wir hier unten, wäre noch schön eine Rose, aber ich ziehe diese Rose hier unten rein. Und zwar erstens mal, damit die Rose sich auch schön entfalten und öffnen kann. Weil diese Rose, die Avalanche-Rose, die öffnet sich auch wunderschön. Dadurch wäre das schade, wenn wir da alles zustellen. Und zweitens haben wir dann die Möglichkeit auch besser, dass wir den Strauß gut beenden können. So. Fehlt noch was? Oder bist du schon zufrieden? Schreib es in die Kommentare rein, wie du diesen exklusiven Blumenstrauß findest. Ah ja, genau, die Anthurie habe ich noch gesagt, weil mit der Anthurie können wir diesen Strauß noch wunderschön vollenden. Anthurium, das ist das Hochblatt, das sind die Blüten, etwas ganz Exklusives und Schönes, und mit dieser Blüte vollenden wir doch diesen Blumenstrauß. Unten noch darauf schauen, dass wir da eine saubere Geschichte machen mit den Salal, Tipps, Blätter, und so haben wir, ich finde es jedenfalls, einen ganz exklusiven, tollen, schönen Blumenstrauß hingekriegt. Ich mache da noch schnell die Orchidee ein wenig nach unten, so dass es noch etwas schöner aussieht. Und ich finde jedenfalls, der ist cool, der Strauß. Top oder Flop für meinen exklusiven weißen Blumenstrauß? Schreib es in die Kommentare rein. Ich war's, der Blumenmann. Und wenn ja, dann bin ich glücklich, wenn es dir gefällt. Und wenn nicht, kann ich die Schultern zucken und hoffen, dem Kunde macht dieser Blumenstrauß ganz viel Freude. Tschüss und weg, sag ich dann. Bis zum nächsten Mal wieder. Ah ja, genau. Das Wichtigste ist natürlich, Stiele schön fein säuberlich abschneiden, anschneiden und in eine schöne Vase einstellen. Aber das mache ich später. Tschüss und weg, sage ich dann. Bis zum nächsten Mal wieder. Okay.